Schweizer Erwache, haben Sie gestern mehrmals gesagt in Ihrer Rede. Das erinnert an Deutschland Erwache aus einem Nazi-Lied raus. Ist das nicht der falsche Ausdruck in diesem Moment gewesen? Nein, wenn der Schweizer soll erwachen, dann muss man ihm das sagen. Und der Vergleich ist absolut nicht beabsichtigt und auch an den Haaren herbeizogen. Aber hätten Sie das nicht müssen spüren, erahnen, dass dann da jemand darauf anspringt und findet, ui, da ist ein bisschen heikel formuliert worden? Also, wissen Sie, wenn Sie dem Land nichts mehr sagen können, ohne dass irgendein Linke das vorzieht und sagt, aha, das könnte noch eine Nazi-Analogie sein, dann muss ich sagen, dann tut man auch den Nationalsozialismus massiv verharmlosen, wenn man solche Sachen miteinander in Verbindung bringt. Also müssen wir eben sagen, Nazi-Zeit, Nazi-Vergangenheit, auch Neonazis, sollte man einfach fast ein bisschen ignorieren und denen nicht Gewicht verleihen und halt so reden, wie man einem der Schnabel gewachsen ist, wenn man so schön sagt. Nein, aber nicht einfach einem willkürlich unterstellen, man hätte das in so einem Zusammenhang gesagt oder in so einer Absicht. Wissen Sie, wenn Sie im Schweizer müssen sagen, er soll wachsam sein, dann würde es bedingen, ich habe mir das überlegt, dann würde ich das bedingen, dass er schon einigermaßen wach ist. Aber im Moment schläft der Schweizer. Wir müssen erwachen. Irgendwie müssen wir ihn erwecken. Und dann dürfen wir doch sagen, Schweizer erwachen. Und wenn man das nicht mehr sagen kann, dann müssen wir einen anderen Begriff bringen. Ich weiss es also nicht. Das war Kritik. Inhaltlich hätte man das Gleiche können sagen. Und zum Beispiel einfach ein Bruder Klaus-Zitat nehmen, wo eben dann sogar noch schweizerisch wäre und weniger in Verdacht würde geraten, dass man sich an Neonazi anlehnt. Nochmal, also wer das einfach als Vergleich bringt, der verharmlost A, das, was hier passiert ist, und B, will einfach böse Wille unterscheiden, weil nämlich die Aussage nicht passt. Das ist ja immer das Gleiche, wissen Sie, Rassismus und Nazi-Kühle nimmt man immer dann für, wenn einem die Aussage nicht passt, oder? Das haben Sie ja auch schon mal, beziehungsweise Ihr Vater ist das dann so mal gewesen, dann, ja, sich in Probleme reingeritten diesbezüglich. Also ist da nicht schon ein bisschen... Ich weiss auch nicht, nicht eine Angst, aber ein Fingerspitzengefühl beim Herrn Glarner vorhanden, dass man aufpassen muss. Ich meine, Sie können ja schon fast bald nichts mehr sagen, ohne dass Sie irgendwo von irgendjemandem dann wegen dem in die Pfanne gehauen werden, tatsächlich. Aber also ich werde weiterhin Schweizer Erwache sagen, egal ob das irgendjemand meint, es gehört zu etwas anderem, weil ich es nie in dem Zusammenhang würde sagen.